Wir stellen die Weichen für die Zukunft von Graz. Mit der neuen Straßenbahnstrecke bauen wir den öffentlichen Verkehr deutlich aus und entlasten so die Innenstadt. Graz wächst. Jeden Tag fahren über 300.000 Fahrgäste mit den Grazlinien, viele durch das Nadelöhr Herrengasse. Die neue Streckenführung wird die bestehende Strecke entlasten, die Kapazitäten erhöhen und neue Mobilitätsangebote schaffen. Aber schauen wir uns das genauer an. Vom Jakominiplatz aus führt die neue Straßenbahnstrecke über den Radetzky-Spitz in die Neutorgasse. Hier können sich FußgängerInnen über breitere Gehsteige freuen und auf neuen Radwegen kommt man noch sicherer in die Innenstadt. Öffis und Pkw werden in Zukunft gemeinsam in der Neutorgasse unterwegs sein. Der Busbahnhof am Andreas-Hofer-Platz wird dadurch öffentlich noch besser erreichbar sein, sowie viele Lokale, Geschäfte und Unternehmen im Neutorviertel. Über die verbreiterte Tegetow-Brücke geht es weiter in die Belgiergasse, wo neue Haltestellen beim Bad zur Sonne und der Stadtbibliothek entstehen. In der Annenstraße trifft die neue Straßenbahnstrecke dann wieder auf die bisherige Linienführung. In insgesamt 5 Bauphasen entstehen so bis 2025 1,2 Kilometer neue Straßenbahnstrecken, zusätzliche 575 Meter Radwege und 2 neue Doppelhaltestellen. Die gesamte Leitungsinfrastruktur wird dabei erneuert und erweitert. Aber auch neben der Straße passiert viel. Mit Begrünungen und Möblierungen gestalten wir den öffentlichen Raum freier und zugänglicher. So bringen wir für die Menschen in Graz mehr Entlastung und mehr Platz auf Schiene. Und stellen schon heute die Weichen für die Zukunft.